Als ich mich dem innersten Heiligtum der Festung näherte, überkam ich ein eigentümliches Gefühl. Als verließe ich meinen Körper. Mich überkam ein Schwindel, die Realität selbst zerrte an mir und krümmte sich um mich. Die Störung schien von der entlegensten Kapelle des Allerheiligsten zu stammen. Als ich vorsichtig näher kam, verstärkte sich das Gefühl der Entwurzelung mit jedem Schritt. Dies war also das Grab von König William dem Gerechten. Ein Märtyrer, der Möbius zu seinem Kreuzzug anspornte. Ich erinnerte mich an Kains Reise als junger Vampir. Wie Möbius ihn zwang, in die Geschichte zurückzureisen und William zu töten, damit die Bürger von Nosgoth sich voller Hass an den Vampiren rächten. Und hier entdeckte ich nun die eigentliche Quelle meiner Unruhe. Es war der Soul Reaver selbst, der wie eine Reliquie ausgebreitet dalag. Er war zerbrochen nach dem Kampf zwischen William und Kain. Ich hätte so etwas nicht für möglich gehalten, bis natürlich Kain die Klinge an mir selbst zerschmetterte bei seinem vergeblichen Versuch, mich zu töten. Auf diese Weise wurde die dem Reaver innewohnende Kraft befreit, die sich an mich band und zu meiner symbiotischen Waffe wurde. Und so traf der Reaver auf sein früheres Ich, immer noch gefangen in dieser materiellen Hülle. Gebannt sah ich, wie die spirituelle Klinge sich löste und sich der Länge nach um ihr materielles Gegenstück herumschlängelte. Gleichsam wie Zwillinge trafen sich Klinge und Spiegelbild und weckten den Geist des Reavers zu voller Stärke. Und zum ersten Mal spürte ich die wahre Präsenz dieses anderen Wesens, willensstark, hungrig und noch verwirrt von der tausendjährigen Gefangenschaft. Der Reaver wurde mein Herr, und ich war lediglich sein Wirt. Hilflos gab ich ihm meine Seele, auf dass sie die Klinge stärke. Doch der Reaver sann nicht darauf, mich zu zerstören. Denn ehe ich mein Bewusstsein verlor, lockerte die Klinge ihren Griff. Als ich erwachte, wurde mir gewahr, dass uns nun eine zerbrechliche Allianz verband. Der Reaver war nicht länger bloß meine symbiotische Waffe, sondern ein fühlender Parasit, der um Kontrolle kämpfte. Was hast du mir angetan, Möbius? War das deine Falle? Wieso meine? Vergiss nicht, dass es Kain war, der dich hierher führte und nicht ich. Und trotzdem verfluchst du mich. Die einzige Seele Nosgoths, die dich begleitet und unterstützt. Kain lacht über unsere Tollheit und schwelgt in deinem Entsetzen. Diese Klingen, die sich hier in unheimlicher Umarmung verschränken, haben selbst bei Kreaturen, die weit langlebiger sind als du, nacktes Entsetzen hervorgerufen, alter Mann. So eng umschlungen, wie sie sind, könnten sie leicht die brüchige Hülle deiner Seele zerschmettern. Bedenke deine Schritte. Ich bin nicht schuld an diesem Treiben. Ich hatte lediglich die Absicht, dich bei deiner gerechten Aufgabe zu unterstützen. Na, du zitterst ja, Möbius. Bist du vom Mut verlassen? Es war offenkundig ein schwerer Fehler, deinen Stab so leichtfertig zurückzulassen. Ist er es, aus dem du deinen Mut gewinnst? Hör mich an, Raziel. Du weißt ja gar nicht, was du tust. Ich nahm ein großes Risiko auf mich, als ich hier vor dir erschien, so wehrlos und doch gewillt, dir meine guten Absichten zu beweisen. Hast du nur einen Funken deines seraphanischen Adels, wirst du es nicht tun. Während du nach meinem Leben trachtest, wird dir dein wahrer Feind entkommen. Mach dir keine Sorgen um Kain, alter Mann. Ihr beide werdet euch bald schon in der Hölle treffen. Wie du sagtest, der Tod kommt zu jedem von uns. Ja. Das Rad des Schicksals erfordert es. Was sagtest du? Das Rad des Schicksals. Der unausweichliche Zyklus aus Tod und Wiedergeburt, zu dem alle Menschen verurteilt sind. Wir dienen dem gleichen Gott, Raziel. Mich zu töten, hieße Gottes eigenen Diener zu töten. Und ich glaube, nicht einmal du würdest ein solches Risiko eingehen. Ich bin deiner Spielchen überdrüssig, Möbius. Nun, da ich weiß, dass du mich fürchtest, bist du keine Gefahr mehr. Kain wartet auf mich. So gehe nun, Raziel. Finde Kain und vernichte ihn. Im Namen des einen Gottes, dem wir beide dienen. Du
ein Priester der Seraphim warst. Ermordet, entweiht, vernichtet und schließlich wiedergeboren allein aus seiner Gnade heraus. Bist nun so mächtig ausgerüstet, um ihm als Vertreter zu dienen, als sein Instrument des Wiederaufbaus und der Vergeltung. Meine eigene Rache ist mir Ansporn genug. Bei meiner Seele. Fast hättest du mich gehabt, mein kleiner blauer Mordbrenner. Aber mehr als diese eine Chance wirst du nicht erhalten. Da kannst du sicher sein. Nun konnte ich die Klinge immer beschwören, egal wie stark ich gerade war. Doch sobald ich dies tat, war der immense Hunger der Klinge nicht mehr zu bändigen. Sie gierte nach den Seelen ihrer Opfer. Und wenn ich dem Reaver keinen Einhalt gebührte, würde er von nun an seinen Hunger an mir stillen. Genau, also wir können jederzeit den Reaver durch Doppelklick der Kreistaste aufrufen. Aber wenn wir damit einen Gegner töten, nimmt der Reaver sich dessen Seele und wir bekommen nichts davon. Dies war also der legendäre Janus Ordren. Bekannt als der älteste und teuflischste Vampir, den es je gegeben hatte. Der Sage nach lebte er im Norden Nosgoths, hoch oben auf den Klippen der Berge und jagte gnadenlos wehrlose Dorfbewohner. Seine Schreckensherrschaft endete erst, als ihn die Seraphim endlich stellten und ihm bei lebendigem Leibe das Herz herausrissen. Dieses Relikt wurde unter dem Namen Herz der Finsternis bekannt und es hieß, es hätte die Macht, das Unleben von Vampiren zu erneuern. Deshalb bewachten es die Seraphim sorgfältig, aus Furcht, es könne ihren Feinden in die Hände fallen. Doch ich fragte mich, war Janus Ordren wirklich so monströs, wie man ihn hier darstellte? Oder war dies lediglich eine künstlerische Freiheit der Seraphim, um sich selbst zu feiern, indem sie ihren dunkelsten Feind dämonisierten? Ja, das kann natürlich sein. Okay, und außerdem, wenn wir sehr viele Gegner hintereinander mit dem Reaver töten, wird der Reaver zwar stärker. Moment, wir haben auch noch das telekinetische Projektil mit dem Reaver. Peng! Okay, er ist nutzlos. Wird der Reaver zwar stärker, das heißt, beim nächsten Gegner tötet er möglicherweise schon mit einem Schlag. Aber dafür nimmt er uns auch über Zeit Energie weg. Seltsam, wie sich der Kreis meines Schicksals schloss. Diese Kapelle war eine Gedenkstätte an meine früheren Seraphim-Brüder und mich. Wir starben hier den Märtyrertod, um dann von Kain entweiht zu werden, indem er unseren sterblichen Überresten sein Geschenk aufbürdete. Zum ersten Mal erblickte ich das Abbild meines seraphanischen Ichs, dem hier mitten unter meinen gefallenen Kameraden gedacht wurde. Es quälte mich zu sehen, wie nobel und rein ich einst gewesen und zu welch abscheulichem Phantom ich nun geworden war. Und ein tiefes Gefühl der Verletzung, des Verlusts und des Verrats keimte in mir auf, so überwältigend, dass ich es kaum zu zügeln vermochte. Jetzt wollte ich nur noch eines, Kain finden und vernichten. Okay. Jetzt ein weiterer Kampf gegen zwei Gegner. Ich mache das mal mit dem Reaver. Nur damit es schneller geht. Wie ihr seht, der zweite Gegner. Jetzt, wenn ich ihn treffen würde. Ja, wurde direkt getötet. Weil der Reaver schon vorgestärkt ist. Unten rechts seht ihr diesen Balken. Wenn der jetzt voll wäre, würde uns jeder weitere getötete Gegner einen Teil unserer Lebensenergie kosten. Deshalb hole ich besser eine Waffe. Und wo ist der Gang? Wo ist er? Hier ist er.
selbst wenn der Reaver an ist, während wir eine Waffe haben, stärkt das ihn nicht. Wir kriegen immer noch die Seele der Gegner. Und haben also keinen Nachteil. So, jetzt wird es aber Zeit, langsam aus der Festung hier rauszukommen. Und dieser Zeitpunkt liegt nur noch Minuten entfernt. Sekunden.